Das Fußballerleben, es kann so schön sein, denkt man sich bei der U23 von Hannover 96. Heute Kilia Kiel zu Gast, aber die Gastgeber natürlich haushoher Favorit. 8 Heimspiele, 8 Siege für die zweite Garde von 96. Die Gäste, sie stecken im Abstiegskampf fest und müssen heute was Zählbares mitnehmen von rechts nach links. Die Hausherrin in Rot mit der ersten Aktion. Stepancev mit diesem Schüsschen. Da fehlt allerdings noch ordentlich das Zielwasser. Wir springen dann in die 20. Minute. Das ist Gindorf und das ist das Tor. 1:0. Der Goalgetter mit dem 18. Treffer im 19. Spiel. Viele wollen ihn endlich mal in der ersten Mannschaft sehen. Hier zeigt er seinen Torriecher. Die Gästeabwehr natürlich auch indisponiert. Gindorf darf niemals so frei stehen. Kiel dann unter Druck. Erste Aktion, schon die 43. Spielminute. Der Hauch einer Torchance durch Jakubowski. Aber das ist viel zu wenig vom Kellerkind. Und dann kommt es noch dicker für die Herren in Schwarz. Dieses Foul an Matsuda. Und Voigt hat schon gelb und kassiert hier gelb-rot. Für mich eine vertretbare Entscheidung. Der Tabellen-17. in der Folge in Unterzahl. Wir sehen noch den anschließenden Freistoß. Der ist allerdings harmlos. Dann geht's in die Kabine. Zeit für euch, den Abo-Button zu klicken. KickTV, kein Highlight mehr verpassen aus dem Amateurfußball. Im zweiten Durchgang hoffen wir dann auf mehr Highlights. Vor allem Kiel will sich dann mal offensiv beteiligen. Dieser Fehler von Hollenbach und dann steht's hier tatsächlich 1:1. Wir sind schon in der 72. Spielminute. Aouchi macht den rein. Der Rechtsfuß begünstigt durch diesen dicken Fehler in der Hannover Abwehr. Und dann ist hier plötzlich der Spielverlauf auf den Kopf gedreht. In der Folge natürlich der Sportverein mit Sturm- und Drangphase. Der Spitzenreiter will diese Position auch behaupten. Dieser harmlose Ball von Dominke. Und dann schaut da drauf. Riesenfehler von Pachulski und dann steht es hier tatsächlich 2:1, erstes Saisontor, 84. Spielminute, das darf natürlich niemals so passieren, Pachulski mit dem Aussetzer und Kiel bringt sich selbst um den eigenen Lohn, bitterer Moment für den Keeper. In der Folge dann noch mehr von den Männern aus der Hauptstadt Niedersachsens. Schöner Schuss hier nochmal vom Mustier. Und dann Pachulski auf dem Weg nach vorne. Kann er seinen Fehler hier nochmal selber gut machen? Wie oft haben wir diese Story schon gesehen im Fußball? Pachulski steigt hoch, aber kommt nicht an den Ball. Und Hannover dann mit der Klärungstat, dann nochmal die allerletzte Aktion, aber der ist dann auch wirklich komplett harmlos. Schiedsrichter Fader pfeift ab, Hannover 96 gewinnt das 9. Heimspiel in Folge, verteidigt die Tabellenführung. Wir hören in der Folge die Stimme vom Coach. Ja gut, die Liga ist sehr eng, wir haben auch das eine oder andere Spiel sehr eng gewonnen. Ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen, der da noch ein Wörtchen mitredet. Trotzdem, glaube ich, für die Jungs und auch für uns, für die tägliche Arbeit, ist es ein zusätzlicher Motivationspunkt, dass wir so weit oben mitspielen können dieses Jahr. Und wir versuchen alles zu geben, dass wir viele Spiele gewinnen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ja, er war schon im letzten Jahr eigentlich ein ganz wichtiger Spieler für uns. Eigentlich, seit er im Sommer zu uns gekommen ist, hat man schon gesehen, dass er eine Menge Potenzial hat. Und ich sag mal so, jetzt gerade ist er extrem wichtig als Scorer für uns, aber auch als Denker und Lenker auf dem Platz, der einfach unseren Rhythmus bestimmt und die Mannschaft führt. Und und zusätzlich obendrauf macht er eben noch im Moment die entscheidenden Tore. Das ist natürlich sehr gut für uns und ich hoffe dann auch am Ende für ihn, für seinen weiteren Weg. Hannover 96 also weiter auf Platz 1 in der Regionalliga. Kiel verliert langsam aber sicher den Anschluss.